Hallo, ich bin Dennis und ich beantworte euch jetzt die Fragen zu meinem Film Gewalt gegen Rechts. Und ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und da war alles von euch mit dabei. Ich glaube, mehr als 7800 Kommentare. Und wenn man da manchmal bei Twitter sieht, dass einfach die Videobeschreibung genommen wird und geurteilt wird, das ist so wie Überschriften lesen. Da fehlt mir wirklich, mir fehlt dafür das Verständnis, wie man einfach Sache aus dem Kontext reißt und das danach bewertet, ohne, oder manchmal ist dann der Anschein, ohne dass man den Film gesehen hat. Man könnte sich ja zumindest mal die Mühe machen, das Video erst anzuschauen, bevor man dann ins Netz schreit, Hufeisentheorie und schlechter Journalismus und subjektiv und blablabla. Aber das haben sich genug Leute auch ernsthaft hingesetzt und Kommentare geschrieben und deswegen möchte ich mich erstmal bedanken dafür, weil Kritik nehmen wir immer ernst. Ich gehe auch sehr gerne darauf ein. Und wie ich im Film schon gesagt habe, gehen die Meinungen sehr weit auseinander, je nach eigener politischer Meinung. Das war zu erwarten. Und daran gewöhnt man sich auch. Also, erster Punkt war Zensur. Ganz klar, wir zensieren, Y-Kollektiv zensiert. Nein, ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Manche Kommentare sind nicht aufgetaucht. Nicht, weil wir zensiert haben, sondern weil wir die Kommentare manuell freischalten. Das machen wir immer bei kritischen Themen, weil wir für uns beschlossen haben, dass unsere Kommentarspalte kein Ort sein soll für rassistischen Scheiß, für homophoben Scheiß oder sexistischen Scheiß. Bei dem Thema wussten wir, das wird hochhergehen und deswegen schalten wir sie auf manuell und lesen wirklich jeden Kommentar einzeln. Wie ihr seht, das könnt ihr alle überprüfen. Kritische Kommentare bleiben da auf jeden Fall stehen. Die werdet ihr dort sehen. Da wird nichts von uns zensiert, auf gar keinen Fall. Wir gucken, dass Sachen, die strafrechtlich relevant sind oder die gegen unsere Community-Standards verstoßen, dass die dort nicht zu sehen sind. Ein paar Leute, die haben sich an meiner politischen Einstellung gestört. Sie fanden die zu präsent. Andere wiederum haben mir das komplette Gegenteil gespiegelt. Ich sei nicht kritisch genug gewesen und ich hätte mehr meine Haltung zeigen müssen. Ja, das ist so das Schwierige. Da macht man sich irgendwie wochenlang, monatelang Gedanken, mit welcher Haltung man da reingeht. Und ich für meinen Fall war mir relativ sicher, wie viel persönliche Meinung ich dort ja, reinbringen möchte. Ich mache am Anfang des Films meine Haltung klar transparent. Ich finde die AfD nicht gut. Ich habe was gegen diese Partei, weil sie aus meiner Sicht nicht demokratisch ist und weil es genug Einzelfälle, oder nicht Einzelfälle, es sind keine Einzelfälle, weil es genug Aussagen von dieser Partei gibt, die bei mir auslösen, dass das wirklich eine sehr, sehr gefährliche Partei ist. Wir haben das jetzt, gestern kam ein, wurden Zitate bekannt von einem ehemaligen AfD-Sprecher, der suggeriert hat, man könnte Migranten töten oder sie vergasen. Das sind alles Aussagen, die ich mir nie gedacht hätte, dass das irgendwann nochmal in Deutschland Thema sein könnte. Und das ist so weit unter der Gürtellinie und unsagbar und menschenverachtend. Ja, ihr merkt, da fehlen mir die Worte. Also es gibt gute Gründe zu sagen, diese Partei ist eine gefährliche Partei. Gleichwohl habe ich mich hingesetzt und habe probiert, möglichst objektiv, weil das ist die Rolle als Journalist, die ich habe, möglichst objektiv an eine solche Geschichte ranzugehen, das einzuordnen, was dort gesagt wird, kritisch nachzufragen. Und das ist das, worum ich mich bemüht habe. Und viele Leute haben mir auch geschrieben in Nachrichten, dass mir das durchaus gelungen ist. Aber wie gesagt, Platz für Kritik ist auf jeden Fall da. Zum Beispiel wurde kommentiert, dass meine flapsige Haltung, dass das drüber war, dass ich Derksen zum Beispiel die Frage gestellt hat, warum er einen auf die Mappe bekommen hat. Und das war vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, das gebe ich gerne zu. So war das in dem Moment. Ich bin dann auch jemand, der probiert, möglichst authentisch Fragen zu stellen. Ich finde das eine relevante Frage. Was ist der Grund für die Angriffe? Was sind, ob er sich nun vorstellen kann, wie es zu diesem Hass gegenüber seiner Person kommt? Und ich finde auch die Antwort von ihm sehr aussagekräftig. Deswegen habe ich sie auch
mit in den Film reingenommen. Ich kann mich da nur wiederholen. Gewalt, egal wie sie aussieht, ist aus meiner Sicht aufs Schärfste zu verurteilen. Und ich würde eine solche Frage auch einen SPD-Politiker oder einer Politikerin stellen, wenn es um Gewalt geht. Andere sagen an der Stelle, hätte ich Victim Blaming gemacht, à la, man wird ja nicht grundlos vergewaltigt. Vielleicht lag es auch am kurzen Rock. Also das war der Vergleich. Und das sei lächerlich. Ich finde, das ist ein ziemlich stranger Vergleich und ich finde ihn widerwärtig und extrem unsensibel, Gewalt gegen Politikerinnen mit Vergewaltigung gleichzusetzen. Das ist etwas, wovon ich mich distanzieren möchte. Ich finde das ein sehr unsensibler Vergleich. Eine Kritik kam dann noch von der Rechercheplattform zur identitären Bewegung. Ich lese die mal durch. Sie schreiben, das Y-Kollektiv hat eine unprofessionelle, unkritische und völlig unvorbereitete Doku mit der AfD in der Opferrolle veröffentlicht. Interessant lediglich, dass die Identitäre Reinhild Busdorf, das ist die junge Person aus der Gruppe von Kassel, die dort gesungen hat, und Mutter Irmhild bei der AfD gern gesehen sind, was den Journalisten nicht auffällt. Irmhild Busdorf war die Frau, die ich interviewt habe, als der Böller explodiert ist. Ich habe der Rechercheplattform auch schon direkt geantwortet, nachdem sie mir weitere Vorwürfe gemacht haben. Ich würde viel von der Hufeisentheorie halten. Der Fall Magnitz sei nicht vernünftig behandelt und ich sei naiv an die Sache herangegangen. Ich soll mir doch Rat bei anderen holen und gut gedacht, aber schlecht gemacht. Ich gucke mal, dass ich hier die Reaktion auch finde. Dann lese ich die euch direkt mal durch, direkt mal vor. So, hier ist die Antwort. Hallo, gegen die Kritik habe ich nichts, ganz im Gegenteil. Wie ihr sie artikuliert, ist ebenfalls euch überlassen. Mein Stil ist es nicht. Mir sind die Verstrickungen der einzelnen Akteure bewusst. Über die IB habe ich das erste Mal 2013 berichtet. Danach wurde sie in Bremen in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen. Im Video kann man nicht alle Informationen unterbringen, die man weiß. Das sollte bekannt sein. Das ist leider der Nachteil der Reportageform. Zu Hufeisentheorie, das hatten sie nämlich auch gesagt, dass ich da eben naiv wäre. Dieses Argument kommt leider wirklich immer. Im Video wird an keiner Stelle linke Gewalt mit rechter Gewalt gleichgesetzt. Ich bitte in diesem Punkt um eine genauere Differenzierung. Ein Beispiel: Die Gewalt wird in dem Film aufgrund ihrer Qualität eingeordnet. Das hat Jan Schippmann ganz gut gemacht, wie ich finde. Die Wahl der Akteurinnen, die ist nicht willkürlich, das hatten sie mir auch vorgeworfen. Ich hätte einfach willkürlich irgendwelche Protagonisten ausgesucht. Und wie im Film beschrieben, haben wir etwa 20 Fälle recherchiert. In der Reportage geht es dann auch darum, etwas zu erleben. Das ist die Form, da müssen wir was erleben, aus dramaturgischen Gründen. Und das ist also deswegen auch ein wichtiges Kriterium bei der Protagonistenwahl. Ich habe ja auch transparent gemacht, dass ich sehr gerne Beatrix von Storch häufiger begleitet hätte, um auch ihren Alltag zu erleben, sowas abgesprochen hast. Das hat aber leider nicht geklappt. Wichtig ist auch, dass das Erleben, also was wir mit der Person machen, definitiv nicht das Hauptkriterium ist für die Auswahl der Protagonisten. Wie gesagt, wir haben da 20 Fälle recherchiert und haben sehr viele Telefonate mit den Leuten auch geführt, wirklich über ein Dreivierteljahr. Und dann zum Fall Magnitz habe ich geschrieben, der Fall braucht mehr als 20 Sekunden, um ihn zu erklären. Da gebe ich euch gerne recht. Mir war es an der Stelle wichtig, Derksen zu widersprechen. Er hat einfach Unsinn erzählt. Den Anspruch auf die vollständige Geschichte kann ich an einer solchen Reportage nur sehr schwer gerecht werden. Es ist schlicht keine Dokumentation. Und da ich Bremer bin, ist mir der Fall Magnitz auch durchaus sehr vertraut. Und ich habe dann noch dazu geschrieben, dass ich die Kritik sehr wertvoll finde und die Meinung auch respektiere. Was man vielleicht noch dann dazu wissen muss, Reinhild Boosdorf, die ist laut ihrem Instagram-Profil mit einem IBler zusammen, also von der Identitären Bewegung. Und es gibt auch Fotos von ihr mit dem Chef der österreichischen Identitären Bewegung, Martin Sellner. Und das sind natürlich total interessante Fakten. Ich habe das nicht aufgenommen, weil mein Fokus eben in Kassel war. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr interessant und wahrscheinlich auch für den Verfassungsschutz interessant. Wie ihr euch erinnert, die JA steht unter, und es wird geprüft, ob die Jugendorganisation vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Und das sind natürlich interessante Fakten, wenn die identitäre Bewegung indirekt zumindest beim Kommunalwahlkampf der NRW mitmischt. Und vorgestellt hat sich die Gruppe mir allerdings als JA-Gruppe
aus Bonn und also die Gruppe, wo auch Kassel mit dabei ist. Und die Mutter, die hat sich mir vorgestellt als Pressesprecherin der AfD in Euskirchen. Der nächste Kommentar: Seid ihr komplett irre? Von Basam Damda: Seid ihr komplett irre, diesen Hetzern solch eine Plattform zu geben, um sich noch als Opfer inszenieren zu können? Nein, wir sind nicht komplett irre. Zu gutem Journalismus gehört aus meiner Meinung dazu, dass man alle Seiten betrachtet. Das habe ich im Eingangsstatement auch gesagt. Und deshalb berichten wir auch über die AfD. Wichtig ist mir die Einordnung, wie bei jedem anderen Thema auch. Und das sollte jetzt nicht mit der Kritik verwechselt werden, die jetzt kommt. B. Wolf schreibt: Wieso genau muss man eigentlich immer wieder erwähnen, wie schlimm der Reporter die AfD findet? Etwas mehr Neutralität wäre für ein öffentlich-rechtliches Format doch angebracht. Jeder Zuschauer ist selbst in der Lage, sich eine Meinung über die Partei zu bilden. Ich sag ehrlich gesagt nicht, wie schlimm die AfD ist, sondern ich habe am Anfang einmal meine Meinung gesagt. Und danach ordne ich eigentlich nur die Aussagen der Politikerin ein. Das ist aber nicht meine Meinung, sondern das sind die Fakten, die erwähnt werden müssen. Deswegen ist es überhaupt nicht notwendig, dass ich da meine Meinung zu sage, sondern die Fakten sprechen da für sich. Ani Mai schreibt: Wurde diese Doku vor der Pandemie gedreht oder tragen die AfDler extra keine Masken? Nee, die Reportage wurde während der Pandemie gedreht und da. Ja, vielleicht Fun Fact, die AfD, die trägt auch im Bundestag keine Masken. Also es gibt die Bundestagbüros, wo wir zum Beispiel mit Herrn Derksen gedreht haben. Die AfD trägt dort keine Masken. Das wurde mir mehrfach auch bestätigt, dass sie sich nicht daran halten. Und auch sonst, während des ganzen Drehs wurde sich immer über uns auch lustig gemacht, dass wir diejenigen seien, die mit Maske rumlaufen würden. Und ja, mit Abstandsregeln. Haben diejenigen, die wir dort begleitet haben, es auch nicht so eng gesehen. Frank Schmökel schreibt: Bei Magnitz oder wie der Typ heißt, schreit der eifrige Moderator nur Einzelfall, aber bei dem Lübke tut er dann so, als wenn das jede Woche passieren würde. Bisschen Neutralität sollte schon sein. Also ich weiß nicht, wo ich so getan hätte, als würde das bei Lübke die ganze Zeit passieren. Mir ist definitiv wichtig, die Qualität der Gewalt einzuordnen. Das hat Jan Schippmann gemacht. Ein Mord ist auf jeden Fall etwas komplett anderes als eine Körperverletzung. Ich finde auch eine Körperverletzung schlimm, aber die beiden Vorfälle sind definitiv von anderer Qualität und deswegen muss man sie auch anders betrachten. Luca Lucamate: Seriously, der AfD jetzt auch noch die Opferrolle eingestehen, ist mehr als fraglich. Die AfD ist das Hauptopfer von politischer Gewalt gegen Politikerinnen in Deutschland. Das ist nun mal Fakt. Und deswegen betrachten wir das Ganze auch so. Wir fragen nach, woher das kommt. Und wir geben der AfD Raum, auch ihre Sichtweise zu zeigen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich die AfD in der Opferrolle suhlen kann, weil ich konsequent die Stellen aufgezeigt habe, bei denen die AfD übertreibt, Fakten weglässt oder Sachverhalte falsch einordnet. So, das war's von mir. Ich werde aber weiterhin auch in die Kommentare gehen und werde auf Fragen antworten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ja, für das Zuschauen und die rege Diskussion. Wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass wir ja ein bisschen differenzierter miteinander umgehen würden. Aber viel von der Kritik bleibt auch bei mir hängen und ich mache mir weiterhin darüber Gedanken und werde auf weitere Kommentare eingehen. Ich danke euch fürs Zusehen.